Oh, wie ist das schön? Oh, wie ist es schön? Sowas hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Jo, meine Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei den Gute Laune Bros. Ja, Leute, neuer Tag, neue News. XRP News. XRP Deutschland ist hier wieder mal. Ja, Luis, wie soll es auch anders sein? Mit heftigen Prozenten mit euch zusammen. Weil es ist nun mal so, wie es ist. Euer Kanal des Vertrauens und der Gute Laune ist mit euch zusammen. Vereint, Luis. Was ist denn los hier? Bereit. Wir schauen uns jetzt alles mal an. Der Markt ist auf jeden Fall grün, grün, grün. Vor allem unser Liebling XRP, richtig geil. Seit gestern sowieso übertrieben geil, Luis. Schauen wir uns an. Abgesehen davon, Donald Trump und Brad Geilhaus haben sich anscheinend getroffen. Schauen wir uns auch an. Und mein zweites Auge geht ganz Zeit zum Chart, denn wir haben noch nicht die 1 Dollar erreicht. Wir schauen. Wir sind kurz davor, Leute. Wir sind kurz davor von den 1 Dollar. Oh, warte, warte. Was geht da ab? Was geht da ab? Die Kerze kommt. Schauen wir uns alles im Video an. Omo 2 und vor allem die Familie zu unterstützen. Abonnieren wir alle diese Kanäle. Drücken auf Gefällt mir. In diesem Sinne, rein in die Olga. Und der Dollar ist da! Ja, ja Junge! Der kann das, Luis kriegt das nicht hin. Was ist da? Der 1 Dollar ist da! Hey. 1 Dollar ist da! Jawohl! Wegen der Aufnahme! Ist das jo, geil, Leute, der 1 Dollar ist da! Okay, haben wir rein in die Olga schon gesagt? Ich weiß es nicht, aber okay, ich sag rein in die Olga. Herzlichen Glückwunsch, XRP Community, wir haben endlich den Dollar erreicht, ne? Oh, die magische, ja, magische Zahl, Luis, ne? Was soll ich sagen? Richtig, das ist auf jeden Fall der 1-Minuten-Chart und wir brauchen gar nicht Trailer machen, ne? Wir gehen einfach rein. So, was sollen wir jetzt besprechen, ne? Wir haben alles besprochen und ja, das kann gute nicht Laune sein. Ist da. Endlich haben wir den Dollar geknackt, also das sieht doch super aus. Gary Gensler ist kurz vor Ende, Sinan. Du bist komplett außer Puste und was soll ich sagen? Ich habe hier gleich viel zum Aufräumen. Ja, war auf jeden Fall richtig, richtig geil, dass wir genau dabei waren, ne? Boah, Hammer. Luis, hätten wir uns nicht besser erträumen können. Hammer Timing, würde ich mal sagen. Hier. Ja, geil, Leute. Und deswegen, abonnieren nicht vergessen, auf Gefällt mir drücken, denn dieser Kanal eures Vertrauens ist immer am Start. So ist das, Luis. Ne? So sieht's aus, Sinan. So, was machen wir jetzt? Es geht jetzt hoch, Luis, und schauen wir uns einfach mal die ganzen Chart an, obwohl ich will mir eigentlich nur XRP anschauen. Ne? So ja. Macht das doch Spaß, oder? Ich also, würde sagen, wir kommen hier gleich auf jeden Fall nochmal zurück auf den mal, Chart. So sieht's heute bei XRP aus. Das ist der Tageschart von XRP und Minutenchart sieht auch geil aus. Ja, jetzt schauen wir uns einmal noch mal kurz den kompletten Markt an und zwar sind wir bei dem Fear and Greed Index bei 84, immer noch bei extremer Gier. Bitcoin zum Zeitpunkt der Aufnahme bei 91.000. Richtig stark, ne? Und bei XRP sehen wir es hier auch bei 1,01. Also es ist wirklich unglaublich. Sinan, $1, Luis! Nicht nur $1, $1. Ja, ganz wichtig, in 7 Tagen hier 81,64% und es ist doch einfach mal schön, Freunde. Ich sag's immer wieder, es ist nicht das, was wir wollen, aber es ist natürlich für die Emotionen und für die ganzen Hater hier mal ganz schön, die mal behauptet haben, XRP wird nicht mehr auf den 1 Dollar schießen. Ja, jetzt haben wir es gesehen, das ziemlich schnell und unabhängig von dem ganzen Markt. Absolut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben unglaublich interessante Nachrichten zu Brad Garlinghouse und Donald Trump. Die haben sich getroffen, so wie ja, Gary Gensler wird hoffentlich jetzt die Tage zurücktreten. Da sieht es auch sehr gut aus. Ja, Luis, wo sind eigentlich, ich habe es gestern schon gefragt, wo sind diese Kakerlaken hin, die gesagt haben, XRP wird niemals 50 Cent, geschweige 60 Cent überschreiten. Jetzt sind wir schon bei 1 Dollar, was wird dann passieren? Ja. Hä? Was passiert jetzt mit dem? Wo sind die? Die sind auf einmal weg. Alle Hater sind auf einmal weggekrochen und wenn wieder XRP runtergeht, denn es wird eine Korrektur geben, Leute. Ich weiß nicht, wann die Korrektur kommt, aber es wird definitiv eine Korrektur geben. So ist das Spiel nun mal. Und dann werden die wieder auftauchen. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf euch, wollte ich nur gesagt haben. Abgesehen davon wollte ich noch sagen, wegen dem Chart hier, ne? Cardano, ne? Wir haben es in unserem Portfolio gemerkt. Ja. Cardano wird immer stärker, ne? Ja, hat von hinten so ein bisschen schleichend mit aufgeräumt. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant auch. Aber der ganze Markt sieht gut aus. Und Freunde, wenn ihr jetzt irgendwie Angst habt, dass eure Projekte nicht durchstarten, wartet und macht jetzt keine voreiligen Schlüsse und swappt jetzt quasi diese Projekte, die noch nicht durchgeschossen sind oder noch nicht Anstiege sehen, in die Projekte, die schon Anstiege gesehen haben. Das ist genau der Fehler. Ich denke, wir stehen kurz vor der richtigen Altcoin-Season und dass hier auch der ganze Markt hier richtig abgeht. Deswegen, Freunde, bleibt auf jeden Fall ruhig, egal ob es hoch oder runter geht, immer emotional am Start sein. Und
an eurem Plan festhalten. Deswegen wollte ich noch gesagt haben, wenn ihr jetzt noch neu seid und in Krypto investieren wollt, mit dabei sein wollt, unter dieses Video ist ein Link zu Bitwavo. Da bekommt ihr 10 Euro geschenkt von Bitwavo für nix tut. Und vor allem, ja, bei BitMEX gibt es auch 25 Dollar. Da könnt ihr gerne auch euch anmelden. Unter dieses Video sind Links dazu. Und schauen wir uns einfach mal die News an, worüber, ja, noch nicht jeder geredet hat. Aber ihr werdet merken, dass morgen oder heute Laufe des Tages nach uns die Leute darüber reden werden. Wir haben gestern schon drüber spekuliert und schon ein bisschen drüber gemunkelt, aber noch keine offiziellen Statements dazu gehabt. Jetzt haben wir nochmal das Statement, und zwar teilen sie das. Ripple-CEO Brad Garlinghaus lässt bei Fox News eine Bombe platzen. Donald Trump soll sich mit Ripple getroffen haben und XRP ist dabei, alles hier zu verändern. Hashtag XRP Army, unsere Zeit ist gekommen. Sehr, sehr geil, Freunde. Schaut euch das Video nochmal an. Auf jeden Fall hier das Statement von Brad Garlinghaus bei den Fox News-Sinern. Luis, es gibt Gerüchte, dass Donald Trump und Brad Garlinghaus sich getroffen haben. Natürlich wegen Ripple und natürlich wegen XRP. Der digitale Dollar und soll alles noch kommen. Und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nach den Gerüchten, mit unserem Liebling XRP. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt keine Bestätigung oder sonst was. Auf jeden Fall ist Donald Trump hier interessiert und spricht mit allen. Wir haben die Tage noch Donald Trumps Sohn, sag ich mal, gehabt, der hier auch Interviews mit Ripple-Führung geführt hat. Also es ist sehr interessant. Wir wissen, sehr viele Mitarbeiter von Ripple sind in der Regierung, sehr viele Leute aus der Regierung sind bei Ripple, was sehr interessant ist. Ne? Ja, so schauen wir mal, Leute, was daraus wird. Wir haben euch das berichtet, die Gerüchte sind auf jeden Fall am Laufen. Trump und Brad Garlinghaus haben sie getroffen. Was sie besprochen haben, etc., wissen wir nicht. Schön, vielleicht haben die auch nur Murmeln gespielt. Das kann alles sein. Kann alles sein. Und wir werden es, glaube ich, so jetzt nicht wirklich erfahren, was genau da rauskommt. Wir müssen immer auf das Wort von Brad Garlinghaus oder halt auch Donald Trump vertrauen. Eher da werden da Informationen von Brad Garlinghaus kommen. Wir werden sehen, was die Zukunft kommt. Auf jeden Fall verdichtet sich da immer mehr. Wir haben gesagt, zwar hat Ripple viel an Kamala Harris gespendet, aber auch an Donald Trump. Wir haben es genau gesagt, auf beiden Hochzeiten haben sie getan. Und das ist sehr, sehr üblich bei solchen großen Unternehmen. Ne? Ripple, es gibt ja Gerüchte nach Harris und nach Donald Trump, dass sie mit XRP bezahlt haben, ihre Spenden. Ne? Und Trump ist sozusagen ein XRP-Maxi jetzt. Und natürlich möchte der das XRP hochgehen. Ja, natürlich, ne? So sieht's aus. Junge, eigene Interessen, weißt du? So läuft das. Bei uns in der Bundesregierung ist das auch so, Luis. Auf jeden Fall. Was ich nochmal gesagt habe. Das ist sowieso, und was generell noch spannend ist. Vertrauensfrage. Die Vertrauensfrage muss bei Gary Gensler auch gestellt werden. Da haben wir noch keine weiteren Informationen. Und wenn wir die bekommen, Freunde, hauen wir die natürlich hier raus, sobald wir das bekommen, ob es Nacht ist. Deswegen folgt auf jeden Fall rein. Wir sind direkt am Start und berichten hier. Aber jetzt hier ist die Namaste. Ja, lass mal noch darüber reden. Denn XRP bricht hier Rekorde für 2024, ne? Ja, einige Rekorde wurden wieder mal gebrochen und es werden jeden Tag, jetzt gerade wurde nochmal ein Rekord gebrochen, ne? Wir haben das Allzeithoch von diesem Jahr, allgemein die letzten Jahre. Wir haben nochmal gestern nochmal nachgeschaut gehabt. Ich glaube, wir sind in den 2021 waren wir zuletzt beim Dollar. Und schauen wir mal, ne? Also jetzt haben wir den Dollar erreicht. Wir sind noch nicht richtig im Bullrun drin. Wenn so schon anfängt, dann Prost Mahlzeit. Da kann es nur bergauf hochgehen, Leute. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Besonders wenn die Rücktrittsgerüchte sich hier verdichten. Wenn Gary Gensler zurücktritt, wird das meiner Meinung nach einen sehr, sehr großen Push für generell Krypto, aber auch XRP geben. Und ich hoffe, dass die Berufung dann an ACTA gelegt wird und damit XRP endlich mal den Bullrun vernünftig mitmachen kann, dass sich das nicht weiter in die Länge zieht. Da müssen wir natürlich schauen, es kann da auch alles passieren und auch noch sich ziehen wie Kaugummi. Aber bis jetzt sieht ja alles wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Und hier der XRP-Preis ist nach Gerüchten gestiegen, dass Gary Gensler, der Chef der US-Börsenaufsichtsbehörde, hier abhaut oder er gesagt sein Amt niederlegt. Und ob es sich bei der jüngsten Anstieg um einen vorübergehenden Ausrutscher oder den Beginn eines anhaltenden Aufwärtstrends handelt, wird weitgehend davon abhängen, wie sich die regulatorische Umfeld hier entwickelt. Wir haben es immer wieder gesagt, genau das ist der Punkt. Aber Freunde, auch bezüglich Chartanalyse sieht es einfach sehr, sehr gut aus bei XRP gerade. Wir sind aus dem symmetrischen Dreiecksmuster ausgebrochen und Sinan, ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Absolut, Luis. Ja, wir haben den Dollar erreicht und jetzt anscheinend kann es ein bisschen mal runtergehen, mal schauen. Einige werden jetzt Gewinne realisieren, weil die
sind, der Dollar ist da und lasst die ruhig rausgehen. Geht raus aus dem Markt. Wir wollen euch nicht haben. Geht bitte alle, die nicht an XRP glauben und so, bitte geht raus. Oder zum Glück seid ihr nicht mit dabei, wollte ich gesagt haben. Ja, Freunde, jetzt muss ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen traden, ein paar Gewinne mitnehmen. Das ist doch hier alles wunderschön, Sinan, oder? Ja, du tradest auf BitMEX, Luis, ist das richtig? Ja, auf jeden Fall BitMEX, unseren Partner, wie du gesagt hast. Schaut gerne in der Beschreibung vorbei. Sahnt jetzt nochmal schön hier die Bonis, Willkommensbonis ab, die geschenkt sind, wenn ihr euch über unseren Link hier anmeldet und natürlich auch unsere kostenlose Arbeit hier unterstützt. Ich bin mal gespannt, Luis, wo die Reise noch hingeht, ne? Ich könnte mir den ganzen Tag jetzt den Chart ansehen. Ja, ich bin auch schon den ganzen Morgen hier am Aktualisieren. So, ne? So macht das vom Spaß, vom Mike Tyson-Kampf direkt in die XRP-Charts hier, Freunde. Ja, hast du dir Mike Tyson-Kampf Ja, natürlich. Angesehen? Ich bin ein bisschen traurig als langjähriger Boxer. Hätte ich natürlich mehr erwartet. Ich will jetzt nicht spoilern. Schaut euch auf jeden Fall das selber an. Aber trotzdem nochmal sehr, sehr krass, was da alles abging, ne? Jo, ich schaue mir jeden Tag Mike Tyson-Kampf an. Wenn ich dich und Olga da sehe, da sieht jeden Tag aus wie Mike Tyson-Kampf. Ja, das glaube ich, ne? Das dann. Also, ich weiß nicht, was ihr da den ganzen Tag macht, Leute. Aber auf jeden Fall, hier ist jeden Tag Mike Tyson. Und Leute, ich wollte noch gesagt haben, boah, ich kann nicht irgendwie mit euch jetzt sprechen. Wir müssen das Video jetzt schneiden. Wir müssen das hochladen, Videobeschreibung, Bild machen, etc. Und direkt raushauen. Denn ihr wartet wahrscheinlich draußen auf das Video von XRP Deutschland. Wenn es jetzt noch weiter übertrieben hochgeht, dies dann natürlich ein Notfallvideo, wird es wieder mal geben, Leute. Wir sind am Start. Deswegen, um nichts zu verpassen, abonniert diesen Kanal. Kostenlos übrigens. Ihr müsst dafür nichts zahlen, for free. Einfach kostenlos könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Und XRP bei 1,2 Dollar, wollt ihr noch gesagt so haben. So sieht's aus, Sinan. Genau, werdet auch du ein Teil unserer Instagram, Telegram, TikTok-Seite. In diesem Sinne, grüßt die Familie. Bleibt mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alles Händler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sinan Louis, BO-Doppel-Z, sagt von Herzen Dank.